Ja, hallo. Ich begrüße euch hier ganz herzlich in Basel zur Cannatrade, zu meinem Vortrag über Naturdrogen. Mein Name ist Alexander Ochse. Ich bin vielleicht nicht ganz so bekannt wie die Vorredner, deswegen kurz was zu meiner Person. Ich habe Mitte der 90er Jahre in Kassel das Treibhaus, also einen Grow- und Ethnobotanik-Fachhandel betrieben. Habe dann Mitte der, ja, irgendwie mit der 90er auch mit einem Sozialarbeitsstudium begonnen und habe dort diese beiden Bücher publiziert, die als meine Diplomarbeiten ursprünglich waren. Und jetzt bin ich Sozialarbeiter und arbeite in einer Fachklinik für drogenabhängige Jugendliche. Das heißt, ich habe also mit so ein bisschen anderen Background oder zwei verschiedene Backgrounde. Und ja, jetzt ist halt die Frage, warum halte ich hier auf einer Hanfmesse einen Vortrag über Naturdrogen? Ja, denkt man sich natürlich, Hanfmesse, Naturdrogen. Und das ist für mich also ganz, ganz wichtig, dass nicht nur der Hanf so in den Mittelpunkt der ganzen Diskussion, Legalisierungsdiskussion gerückt wird, sondern dass die Naturdrogen da auch nicht vergessen werden. Weil es war bei uns in Deutschland so, dass wir Mitte der 90er Jahre, da war auch noch alles ziemlich frei verkäuflich. Wir konnten machen, was wir wollten mit den kleinen Shops. Und dann ab 1998 gab es dann Verbote, 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 die bis jetzt im Prinzip andauern. Und ja, eigentlich wurden die ganzen Naturdrogen verboten. Und oder wenn sie nicht verboten sind, dann reglementiert durch das Arzneimittelgesetz. Und das finde ich, das ist ein bisschen schade, zumal auch in den ganzen Naturdrogen, die ich jetzt vorstelle, ein medizinisches Potenzial, ein großes medizinisches Potenzial enthalten ist. Und bei der ganzen Legalisierungsdiskussion, finde ich, dürfen die Naturdrogen nicht vergessen werden. Und das ist so der Appell, warum ich hier bin. Vergesst die anderen Sachen nicht und beschränkt euch nicht nur auf den Hanf. Ja, also Naturdrogen, die sind so alt wie unsere Menschheit, oder man nimmt an, dass die Naturdrogen von Anbeginn unserer Menschheit konsumiert werden. Und das ist zum Beispiel so eine Felszeichnung aus dem Tassili-Plateau. Das ist in Nordafrika, in der Gebiet Sahara, der Sahara. Und das zeigt eindeutig so also menschenähnliche Lebenswesen. Und die haben einen Pilz in der Hand. Und der Pilz, der ist mit Linien verbunden mit dem Kopf. Und davon geht man aus, dass das eins der frühesten Zeugnisse ist, dass die psychoaktiven Pilze konsumiert wurden und halt auch im Kopf wirken oder dass das Bewusstsein im Kopf angesiedelt ist. Die Bilder, also die Originalzeichnungen sind ungefähr 8000 Jahre alt. Also das ist schon eine ganze Ecke. Das ist ein Pilzstein, oder er wird in der Fachliteratur Schirmstein genannt, aus Indien, Südindien, in Kerala. Das sind ungefähr so 2, 3 Meter hohe und breite im Durchmesser große Steine, die dort kreisförmig angeordnet sind. Und dort so 20, 30 stehen, sind einige schon eingefallen und auch ungefähr 2000 Jahre alt sind, aus so einer Megalithkultur stammen und auch ein Hinweis darauf sein könnten, dass die Pilze dort rituell genutzt wurden. Das ist ja ein relativ berühmter Pilzstein, der kommt wieder aus Amerika, aus Mittelamerika oder aus Mexiko. Auch ungefähr 2000 Jahre alt und ja, von den Mayas. Also die Mayas haben die Pilze sozusagen auch rituell genutzt. Und das ist dann durch die ganzen Spanier, die sind ja bekanntlicherweise dorthin gekommen und haben die Kultur der Mayas ausgelöscht oder versucht auszulöschen. Und das ist noch so ein Überbleibsel aus der Zeit, dass dort auch die Pilze rituell genutzt wurden. Und in Mexiko ist es ja so, dass die Pilze wurden weiterhin konsumiert oder in rituellen Zeremonien angewandt, aber das ist so in Vergessenheit geraten und erst Mitte der 50er Jahre, da komme ich noch drauf, dann wiederentdeckt worden. Und das ist so der Beginn der psychedelischen Bewegung, ist das überhaupt, ja,
durch die Pilze. Die Pilze haben die psychedelische Bewegung wahrscheinlich ins Leben gerufen. Dass Naturdrogen in Verbindung mit Religion stehen, ist auch eine Theorie, die verschiedene Autoren vertreten. Und es gibt da auch gewisse Zeugnisse, wie zum Beispiel das Bild, das ist die Bernwardstür im Dom von Hildesheim. Die ist ungefähr vor 1000 Jahren vollendet worden. Das ist so eine 10 Meter hohe bronzene Tür. Und dort sind so Reliefs abgebildet. Und das ist das Gericht im Paradies, nennt sich das Relief. Und in der Mitte, ich weiß nicht, da ist so ein Baum. Das sind so wie so eine Art Pilz. Also ich sehe ihn als eher als Pilz. Die Fachwelt sagt, es ist ein Feigenbaum. Der Baum der Erkenntnis ist ein Feigenbaum. Aber ich finde, der Baum der Erkenntnis sieht eher hier so aus wie der Psilocybe semilianciata. Und das ist ja bekanntlich der Pilz, der hier in unseren Breiten am meisten vertreten ist oder weltweit mit den meisten Vorkommen und besterforschteste Pilz. Und dass der Baum der Erkenntnis ein Pilz ist, könnte man sich ja so vorstellen, so ein bisschen vom Baum der Erkenntnis naschen und dann die Visionen bekommen. Also es wird, man könnte sagen, dass die Entstehung von Religion durch den Konsum von Pilzen entstanden ist. Das ist die Bernwardsäule, die steht auch im Dom von Hildesheim. Das ist eine Säule, die auch so 10 Meter hoch ist, auch aus Bronze. Und ich finde, ich meine, sieht das aus wie ein Feigenbaum? Nee, ne? Komischer Feigenbaum, also ich kenne die anders. Also ich finde, die sehen eher aus wie ein Pilz, ne? Natürlich ein großer Pilz, aber... Das ist ein Relief aus Frankreich, ungefähr 13. Jahrhundert. Und dort sieht der Baum der Erkenntnis aus wie ein... Fliegenpilz. Ja, Fliegenpilz, oder? Ja. Also definitiv nicht wie ein Baum. Ja, dann Naturdrogen wurden im Prinzip systematisch erforscht im 19. Jahrhundert. Und das ist einer der ersten Naturdrogenforscher, Levin, der hat den Peyote-Kaktus von seiner Amerika-Reise mitgenommen und darin war das Mescalin. Und das ist sozusagen einer der ersten großen Naturdrogenforscher. Die waren auch ziemlich zu der Zeit ziemlich unvoreingenommen. Also die Naturdrogen wurden ganz, ganz normal beschrieben, wie jedes Phänomen auch, was in der Wissenschaft beschrieben wurde. Also da war das überhaupt nicht verteufelt. Man hat das sich so angeguckt und ja. Das hier ist ungefähr zur ähnlichen Zeit. Der Mensch heißt Hefter. Das war ein Pharmakologe und der hat zum allerersten Mal die Substanz Mescalin aus dem Peyote-Kaktus extrahiert und hat die an sich selbst getestet und so überhaupt erst gemerkt, was das überhaupt ist. Ich habe Mescalin extrahiert und das macht die und die Wirkung. Und deswegen nennt man diese Technik, dass Substanzen eingenommen werden und getestet werden an sich selbst, die Hefter-Technik. Deswegen ist der recht berühmt. Weil bestimmte Sachen, wenn man die extrahiert, weiß man ja gar nicht, was die für eine Wirkung haben, erst wenn man sie nimmt. Und diese Technik ist leider in Vergessenheit geraten. Ne? Die heutigen Wissenschaftler, die nehmen ja eigentlich gar nichts mehr selber. Ja, Albert Hofmann, ganz großer Naturdrogenforscher, der hat ja nicht nur das LSD entdeckt vor 67 Jahren, hier in der Schweiz, ne? Ganz um die Ecke hier. Der hat auch an den Pilzen gearbeitet, also die Wirkstoffe der Pilze erforscht, die Wirkstoffe von lysergsäurehaltigen Windengewächsen, die Salvia divinorum-Pflanze hat er erforscht. Zwar jetzt nicht mit so Riesenerfolg, aber ja, das war jetzt auf dem 100. Geburtstag von ihm, ganz um die Ecke, Luftlinie 1 Kilometer entfernt oder 0,5 Kilometer. Ja, ganz links, das ist Christian Rätsch, eigentlich der große Naturdrogenforscher heute, der auch das Standardwerk, die Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen geschrieben hat. Daneben Sergio Skolorin, ein Schweizer Volkskundler, der viel, viel auch publiziert hat zum Thema psychoaktive Pflanzen in der Volkskunde
und rechts daneben der Fliegenpilzexperte Wolfgang Bauer. Das sind so ein kleiner Abriss von Leuten, die die Naturdrogen erforschen. Ja, damit fing dann alles an. Also im 19. Jahrhundert hatten wir gerade, fing die Erforschung an, ganz systematisch. Und durch dieses Magazin, Live-Magazin 1957, da wurden die psychoaktiven Pilze, die psilocybinhaltigen Pilze in der ganzen Welt bekannt. Und zwar war das so, dass der Gordon Wasson, das war ein Banker, der aber auch Mykologe war, der durfte als erster, wahrscheinlich weiser Mensch an diesen Pilzzeremonien in Mexiko teilnehmen bei einer Pilzheilerin und hat das dann in diesem Magazin veröffentlicht. Und das hat dann wie so Bumm gemacht. Das war so der Beginn der psychedelischen Bewegung. Dann waren auf einmal die psilocybinhaltigen Pilze in aller Munde. Dort sieht man Wasson mit seinem Mykologen Singer, wie sie damals in Mexiko Mitte der 50er Jahre Pilze gesammelt haben und erforscht, gewogen, geguckt, was gibt's dort. Ja, und dann sind wir jetzt in der Gegenwart. Das ist der spitzkegliche Kahlkopf, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Eigentlich der Klassiker unter den Pilzen, der weltweit, wie gesagt, das größte Vorkommen hat, das der best erforschte Pilz ist. Und in der Regel im Herbst, im September, Oktober vorkommt auf Wiesen und auch recht leicht zu erkennen ist, wenn man sich da so ein bisschen eingefuchst hat. Man muss dann so, wenn man die Pilze suchen will, ja, es ist immer so, bis man den ersten gefunden hat, das dauert immer eine ganze Zeit. Aber wenn man dann erstmal einen in der Hand hat, dann hat man irgendwie sich so fokussiert und dann kann man die recht gut aus der Wiese so rauspicken. Es ist nicht der Pilz, der irgendwie gezüchtet wird, wie jetzt in Holland verkauft wird. Da werden ja diese Cubensis verkauft. Also der ist ganz schwer zu züchten. Es funktioniert schon, aber es ist eher so was für Mykologen, die das aus Spaß an der Freude machen. Und dann ein Pilz, also den sammelt man wirklich in der freien Natur. Der ist natürlich auch recht klein und unscheinbar. Und man muss da schon... Also um jetzt einen Gramm Pilzmaterial getrocknet zu haben, das sind dann schon einige Pilze von dem. Das ist jetzt so dagegen ein recht großer Pilz, Psilocybe cyanescens. Der wächst im Gegensatz zu dem Simulantiata auf Holzhäcksel oder auf Holz. Und der ist, kann man sagen, ab Mitte der 90er Jahre ist der so in den Fachkreisen erforscht worden und populär geworden. Das hängt damit zusammen, dass seit Mitte der 90er Jahre vermehrt das Holz gehäckselt wird in Parks. Also das wird im Prinzip durch so einen Holzhäcksler gehauen und überall liegt ja so Holzhäcksel jetzt rum, auch bei Baumärkten und so weiter. Und genau dieses Medium bevölkert dieser Pilz. Und das ist natürlich ganz, ganz vorteilhaft, weil das ist wie so ein neues Substrat, was auf einmal in unseren Gegenden ist. Und der hat dort keine Widersacher. Das heißt, wenn der einmal da ist, der breitet sich recht schnell aus. Das ist wie gesagt ein großer Pilz mit einem recht hohen Wirkstoffgehalt. Da hat ein Pilz im Prinzip eine Dosis. Das ist also im Gegensatz zu den Simulantiata, wo es dann 20, 30 Pilze sind, ist das wirklich da nur einer. Und der ist recht einfach zu erkennen, weil wenn man den pflückt und den Stiel dabei so ein bisschen fester anfasst und quetscht, dann wird er nach 2-3 Minuten richtig schön blau. Und dadurch kann man den Pilz eigentlich recht gut von anderen unterscheiden. Wobei es immer auch so eine Gefährlichkeit ist, die Pilze zu verwechseln mit wirklich giftigen Arten. Und das ist gerade bei den Holzbewohnern, kann das schnell passieren. Weil auf der Wiese haben wir wirklich nicht so viele wirklich ganz toxische Pilze. Während auf Holz, da wachsen da auch schon mal Galerina-Arten. Und da muss man wirklich aufpassen. Also man sollte sich da auch wirklich nicht scheuen, zu einer Pilzberatungsstelle zu gehen und sich die Pilze identifizieren zu lassen, wenn man sich nicht sicher ist oder gegebenenfalls sie einfach auch nicht nehmen. Also das ist bei den ganzen Naturdrogen, die werden auch oftmals so ein bisschen harmlos dargestellt, aber man muss da so ein bisschen aufpassen. Also auch
weil die recht schwanken Wirkstoffgehalt haben. Und ja, man sollte sich eher ein bisschen mehr informieren, in Büchern oder im Internet nachgucken, als jetzt irgendwie denken, ach, ich habe da mal was jetzt auf so einem Vortrag gesehen, das ist der, und schwuppdiwupp habe ich dann irgendwie eine Pilzvergiftung. Das ist bei dem Pilz natürlich total interessant. Man sieht das so Holzhäcksel, und dort wachsen jetzt, sage ich mal, auf den Pilzen hunderte von den Pilzen zu sehen auf einem Quadratmeter. Und das bedeutet natürlich, man hat auch gleich 100 Dosen. Also das ist, also das würde bei dem Similian ciata, müsste man wahrscheinlich den ganzen Nachmittag auf Wiesen rumlaufen und suchen, um, wenn man so eine Stelle gefunden hat, dann hat man wahrscheinlich die nächsten Jahre ausgesorgt. Also so viele Pilze kann man gar nicht nehmen. Wie gesagt, jeder Pilz ist ein Trip. Und das ist ganz interessant, dass diese Massenvorkommen, dass das wirklich lokal mal sein kann, dass man mehrere Stellen von diesen mal im Ort findet. Und wenn man das, die durchwachsenen, also das Holzhäcksel, da ist ja das eigentliche, der eigentliche Pilz ist ja das Myzel, und das ist in dem Holz drinne. Und wenn man dieses Holzhäcksel so nimmt und steckt das wieder in ein nächstes frisches Holzhäcksel vom Supermarkt oder vor, ja, ne, wo man halt Holz gehäckselt hat, dann kann der sich da wieder verbreiten. Und dann braucht man, wenn man Glück hat, in ein, zwei Jahren wieder nur vorbeizugehen, und dann hat sich da wieder der Pilz verbreitet. Also das ist eigentlich, wenn man Glück hat, ist es ein Selbstläufer. Also man sollte den nicht nur pflücken, sondern man sollte auch immer ein bisschen Holz mitnehmen und das woanders verteilen. Es ist natürlich keine Garantie, dass der sich dann da auch ansiedelt, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, wenn man das im richtigen Moment macht. Ja, so sieht das dann aus, wenn man so eine Stelle mal leer gefischt hat. Also wie man sieht, ja, Pilze ohne Ende, die die Natur einem da zur Verfügung stellt. Muss man aber recht zügig trocknen, weil die Pilze recht fleischig sind, und das soll ja nicht verderben oder so, sondern die müssen also wirklich recht zügig durchgetrocknet werden, damit es keine Magenverstimmungen gibt. So sieht der Pilz aus, wenn er also so leicht schon am Vergehen ist. Im Prinzip ist das schon zu spät, um ihn zu pflücken. Aber es ist ganz interessant, wie der so an der Seite so die Hüte so nach oben wellt. Und das ist ja auch ein schönes Charakteristika, wenn man also die Pilze sieht. Und man hat so Pilze, so die wie die dazwischen stehen, die so richtig so nach oben gewellt sind. Also das gibt es eigentlich auch recht selten. Und dann noch diese Blauung des Stiels, also das ist ein recht zuverlässiger Indikator, dass es sich um diese Pilzart handelt. Ja, da wird so ein bisschen gestritten, ne, ob die aus Amerika eingeflogen wurde oder ob wir die nach Amerika gebracht haben. Das steht noch nicht ganz fest, aber so seit Mitte der 90er Jahre ist die dort wie hier zu finden. Diese Pilzart, das ist der Psilocybe acaurescens, der kommt eindeutig von Amerika. Und bei dem Pilz handelt es sich um die stärkste, also die Pilzart, die meisten Alkaloide pro Gramm enthält. Und ich finde, er sieht wirklich sehr lecker und frisch aus, aber er kommt wirklich nicht so oft vor. Ist eher sowas, was von den Hobby-Mykologen mit dieser Technik, die ich beschrieben habe, mit diesem durchwachsenen Holzmyzel, dass es dann weiter beimpft wird, die wird eher so durch Hobby-Mykologen so verteilt. Und vielleicht kann es aber sein, dass der sich durch sein aggressives Myzelwachstum in den nächsten Jahren noch automatisch selbst vermehrt, dass wir den vielleicht häufiger antreffen. Und gerade in so einer Stadt wie Basel, wo es des Öfteren psychedelische Kongresse gibt, lohnt sich wahrscheinlich doch mal Holzbeet oder Holzschredderbeete anzugucken, weil vielleicht wächst da ja genau dieser Pilz. Ja, so kann man sich das so vorstellen. Da unten ist das Holzhäcksel, da wächst schon die Himbeere drüber, und da wachsen diese Pilze. Und da ist also wirklich ein Pilz, reicht da also locker für eine Dosis. Also eher, also die werden auch richtig, die können auch richtig groß werden im Gegensatz zu den Similian ciata. Das im jungen Stadium, da kann man sie vielleicht noch nicht so richtig erkennen, aber blauen würden sie auf jeden Fall auch, wenn man auf den Stiel drückt, weil die sind so alkaloidreich, dass die wirklich recht schnell wirklich super verblauen.
Das ist jetzt der Pilz, den die meisten wahrscheinlich von euch aus den ganzen Headshops in Holland oder Smartshops kennen, der Struphaia oder Psilocybe cubensis. Und bei dem Pilz handelt es sich im Gegensatz zu den davor besprochenen um einen tropischen Pilz, der bei uns nicht wächst. Also der wächst halt nur, wenn man ihn züchtet. Tropisch heißt, der braucht wirklich Wärme, um zu fruktizieren. Der Vorteil an dem Pilz ist, er ist halt wirklich so einfach wie die Champignons zu züchten. Und dementsprechend können die Holländer, die große Champignonfabriken haben, den natürlich auch recht günstig herstellen. Das heißt, ein Kilo Champignons, was, ne, 3 Euro irgendwie, ne? Ja, kostet der auch. Ja, also das ist ganz interessant und wird dann in den Smartshops dementsprechend teuer verkauft. Wächst recht schnell, ist einfach zu züchten. Ja, also indoor zu züchten. Und hat eine zuverlässige Wirkung, ist nicht ganz so stark wie die anderen, aber weil man da halt massig hat, ist es dann auch egal. Ja, da ist der, wird ja auch oft auf so bestimmten Partys konsumiert, wieder auf der Fusion. Ja, die Pilzzucht, die fing so Mitte der 70er Jahre an. Dort hat man sich Gedanken gemacht, wie kann man den Pilz indoor züchten. Und dort ist dieses Buch von dem Stephen H. Pollock, das war eins der ersten Pilzzuchtbücher. Danach gab es noch von den McKenna-Brüdern eins. Das war aber alles so ein bisschen komplizierter beschrieben, dass der Erfolg war im Prinzip bei den Leuten. Naja, es war nicht so einfach, die Pilze wirklich zu züchten. Aber mittlerweile gibt es ein Buch von dem Bert Marco Schultes und Sem Lanzetta, das nennt sich das Pilzzuchtbuch. Und dort ist eigentlich recht klar geschrieben, wie man den Cubensis indoor züchtet. Und also jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, kann das wirklich mit einfachsten Mitteln in einem kleinen Raum auf 2-3 Quadratmeter im Haus selbst machen. Und es ist auch nicht so kompliziert wie das Ganze, oder nicht so, man braucht da nicht so super Hightech-Lampen wie bei der Hanfzucht. Klar, man kann natürlich alles halt toll machen, aber im Prinzip geht es mit einfachen Mitteln. So, da fängt mit alles an. Das ist ein Sporenabdruck, also der Pilz, wenn man den Hut abschneidet, dann fallen die Sporen auf ein Blatt Papier oder auf einen Träger und das sieht dann so aus. Das sind also wirklich Abermillionen Sporen, und aus dem dann ein Myzel keimt. Das sieht dann so aus, also das Myzel, was unter der Erde ist, das ist ja der eigentliche Pilz. Was wir als Pilz bezeichnen, ist nur der Fruchtkörper, das Fortpflanzungsorgan des Pilzes. So der Pilz an sich, der ist unter der Erde und der wird auf solchen Petrischalen mit Nährmedien wird der gezüchtet. Und das Weiße, was wir haben, das ist eigentlich der Pilz. Das ist jetzt gerade kein psilocybinhaltiger Pilz, aber die Myzelien sehen recht ähnlich aus. Das funktioniert also alles recht ähnlich. Also wenn man normale Pilze züchtet, dann kann man auch psilocybinhaltige Pilze züchten. Das unterscheidet sich also wirklich eigentlich gar nicht. Da sieht man, wie man so in so einem kleinen Hobbylabor diese Petrischalen mit so einem bestimmten Parafilm umwickelt, damit da die Keime nicht reinkommen, weil das ist das Wichtige an dieser Arbeit ist, dass keimfrei gearbeitet wird, dass sozusagen im sterilen Raum gearbeitet wird, dass der Pilz wächst und nicht irgendwelche Schimmelarten. Ja, da bin ich also jetzt mit den psilocybinhaltigen Pilzen durch und als nächstes, das ist halt der bekannteste und schönste Pilz vielleicht auch, der Fliegenpilz, den alle wahrscheinlich auch kennen. Interessant ist bei dem Fliegenpilz, finde ich, dass er so eine zweideutige, er ist einerseits ist er der Glückspilz schlechthin, ja, überall mit Schornsteinfegern, Fliegenpilz und alles schön, aber andererseits ist er auch der Giftpilz schlechthin, also in unserer Gesellschaft. Und das stimmt eigentlich gar nicht, weil, also er ist giftig natürlich, aber er ist jetzt nicht so hochtoxisch. Also angeblich ist bis jetzt noch keiner am Fliegenpilz gestorben. Also die toxikologische Literatur kennt keinen Fall von Leuten, die am Fliegenpilzkonsum gestorben sind. Er wird sogar in einigen Ländern als Speisepilz konsumiert, aber da ist halt wichtig, dass man das Wasser, wenn man den kocht, dass man das wegschüttet, weil da sind die giftigen Inhaltsstoffe drin. Und die giftigen Inhaltsstoffe, das sind in dem Fall die Ibotensäure und das Muscimol. Und man hat früher immer angenommen, dass der Fliegenpilz Muscarin, dass das die Fliegenpilzvergiftung verursacht. Und
Das Muskarin kommt im, wirklich jetzt eigentlich nur in ganz bedeutungslosen Konzentrationen vor. Und das ist natürlich auch wichtig zu wissen, weil man sagt, okay, bei einer Muskarinvergiftung nimmt man Atropin als Gegenmittel. Ja, aber wenn man das halt mit dem Fliegenpilz hat den genommen und irgendwie geht irgendwo hin und sagt, oh Gott, mir geht so schlecht, ich habe den Fliegenpilz genommen und die geben einem dann irgendwie Atropin, dann hat man da schnell noch eine Atropinvergiftung, anstatt irgendwie, anstatt einem es besser geht. Ne? Also da ist auch irgendwie so ein bisschen... So, unsere ganzen Ärzte sind da auch immer sehr überfordert. Also wenn man mit einer Pilzvergiftung irgendwo hinkommt, die holen einem erstmal, da wird der Magen ausgespült. Ne? So, und das ist natürlich auf dem Trip eigentlich das Schlechte, was einem passieren kann. Ne? Wenn man im Krankenhaus liegt und kriegt auf Trip noch im Magen ausgepumpt. Und also das macht es auch nicht besser, weil die Wirkstoffe sind schon lange im Blut und alles und irgendwie, gibt eigentlich nur einen fetten Horrortrip, anstatt irgendwie da zu sagen, okay, wir versuchen es mal mit runterreden, talk down oder zur Not halt 10 bis 20 Milligramm Valium und dann ist die Sache auch mal gegessen halt, ne? Aber nein, Magen ausgepumpt. So nach dem Motto, ja, der Junge, ne? Dem zeigen wir es jetzt, das wird er nicht vergessen halt, ne? Ja. Und danach kann man auch gleich in psychiatrische Behandlung gehen. Ne? Ja, apropos psychiatrische Behandlung, das ist so die nächste Pflanzenklasse, die Nachtschattengewächse. Und die unsachgemäße Einnahme, die führt halt öfters mal zu einer psychiatrischen Behandlung. Also das ist so, also die Nachtschattenalkaloide, mit denen ist nicht zu spaßen und die Einnahme führt viel öfters zu einer Psychose als bei psilocybinhaltigen Pilzen. Also die Nachtschattengewächse, mit denen ist nicht zu spaßen. Das ist gerade ein Bild einer Stechapfelpflanze oder des Stechapfels. Der Name kommt wahrscheinlich daher von, ja, apfelförmige Frucht mit Stacheln dran. Und man sieht da dort diese schwarzen Samen, das sind so hunderte Samen, die da so drin sind. Und die ganzen Nachtschattengewächse, die haben als Inhaltsstoffe die Tropanalkaloide oder man sagt auch Nachtschattenalkaloide, Atropin, Hyoscyamin und Scopolamin. Und da ist es auch so ein bisschen egal, ob ich jetzt die Engelstrompete habe, den Stechapfel, die Tollkirsche, die enthalten alle diese ganzen Alkaloide nur in unterschiedlichen Konzentrationen und der eine erhält halt ein bisschen mehr Atropin, der nächste davon, aber die Wirkung ist im Prinzip recht ähnlich, also das können halt nur wirkliche Feinschmecker unterscheiden, ob ich jetzt gerade den Stechapfel oder eine Engelstrompete genommen habe, aber es ist wirklich so, dass der wirksame Bereich bei diesen Pflanzen, der fängt schon wirklich an bei 0,1 Gramm Pflanzenmaterial. Und das können sich halt viele nicht vorstellen. Man hat so eine Engelstrompete oder so einen Stechapfel, so eine Riesenpflanze und dann soll ich irgendwie nur 0,1 Gramm irgendwie davon. Das ist natürlich recht wenig. Und dann hat das so leicht aphrodisische Qualitäten, aber wenn ich halt mehr nehme, dann fangen halt die Halluzinationen an. Aber dann wird es auch schon giftig, das ist halt das Problem an denen. Das heißt, wenn ich halt eigentlich die gewünschten Halluzinationen eintreten, ja, dann bin ich auch schon vergiftet. Ne? Es ist zwar, man kann zwar sagen, okay, es gibt auch noch wenige Fälle, wo man sagen kann, sind da wirklich welche dran gestorben. Also es ist so ein bisschen unklar bei den Nachtschattengewächsen, ob da überhaupt welche dran gestorben sind. Aber die Nebenwirkungen, die können Wochen dauern. Ne? Und das ist natürlich auch so eine Frage, wenn ich meiner normalen Arbeit nachgehe und ich kann halt 2 Wochen lang nichts mehr lesen und nicht mehr scharf stellen, also dann ist auch wirklich die Frage, ob sich das lohnt, diesen Spaß mir zu gönnen. Und das ist halt natürlich so, die Kiddies, die haben das gehört und so weiter und die ziehen sich das rein und das ist wirklich eigentlich total schrecklich, dass gerade diese Pflanze, die so meiner Meinung nach hochtoxisch ist und auch wirklich unberechenbar, also das ist, dass die so konsumiert wird. Und das Problem ist ja noch, man nimmt halt man trinkt einen Tee oder irgendwas davon und denkt, ach, das wirkt doch nicht. Ne? Orale Aufnahme ist immer total wirkstoffverzögert. Also wenn ich was rauche, dann wirkt das immer ziemlich direkt. Aber beim Hanf ist es ja genauso. Wenn ich den esse, dann ist es ja immer so, erstmal merke ich ja gar nichts. Ne? Und irgendwann dann, boah. Ne? Und so ist es bei denen auch. Und dann legen die Leute noch nach, denken, es wirkt nicht. Ne? Ja, und dann haben sie sich richtig schön vergiftet. Ne? Dann fängt es halt an. Ne? Und die Halluzinationen sind auch so stark da, die sind auch nicht zu vergleichen mit LSD oder mit anderen Halluzinationen. Die sind unheimlich real.
Also man kriegt es irgendwie nicht auf die Pfanne, was man da macht. Und also wenn man da irgendwie alleine ist, also das ist echt, das ist hochgefährlich. Also da braucht man wirklich Leute auf Stechäpfel, die brauchen 2-3 Betreuer, die sich 24 Stunden um den kümmern, weil die machen die ganze Zeit, laufen sie nur da rum und machen irgendeinen Scheiß und wissen nichts davon. Also ich sag halt Vorsicht, ne? Ja, der Stechapfel, also er kommt bei uns jetzt nicht so häufig vor in der Natur, man muss es mal sagen, aber ab und zu ist es so, es gibt sowieso lokale Epidemien von dem Stechapfel, das heißt, dass sich auf irgendwelchen Brachflächen auf einmal so ein ganzes Feld voll Stechapfel selbst aussieht und ja, dort auf einmal dann so epidemieartig vorkommt. Das ist zum Beispiel ein Stechapfel im Kohl, ne? Natürlich zu hoffen, dass die Bauern das unterscheiden können. Das ist die Blüte des Stechapfels. Datura stramonium, da gibt es auch verschiedene Unterspezies, aber das ist so eigentlich die bekannteste Form. Ja, ganz interessant ist, dass der Wirkstoff Scopolamin lange Zeit auch in der psychiatrischen Praxis Verwendung fand. Es wurde als Beruhigungsmittel eingesetzt, Scopolamin. Und das ist auch ganz interessant, weil es beruhigt, wenn man den Stechapfel nimmt, beruhigt er halt nicht. Ne? Aber in einer gewissen Dosis, wenn man psychiatrische Zustände hat, dann bewirkt es eine Beruhigung. Und das Foto ist aufgenommen, also es ist ein medizinisches Präparat von Scopolamin, also das, was ich vorhin erzählt habe, dass die Naturdrogen auch einen medizinischen Nutzen haben. Und das Foto ist aufgenommen im Pharmaziehistorische Museum hier in Basel. Und ich weiß nicht, wer jetzt hier alle aus Basel kommt. Also das ist wirklich ein tolles Museum, was hier in Basel ist, wo man viel über Naturdrogen oder generell Pharmazie erfahren kann. Also wirklich ein lohnenswertes Museum. Ja, irgendwo da mitten in Basel, ganz klein, aber wirklich schön. Da sind wir jetzt bei den großen Bruder des Stechapfels, also bei den Engelstrompeten. Die sind ja, sage ich mal, wahrscheinlich überall bekannt. Das sind diese Kübelpflanzen, die von allen möglichen Hobbygärtnern gezüchtet werden, ob wegen ihrer schönen, tollen, großen Blüten und des Duftes. Und man sagt, da hat er früher Baumtaturas zugesagt, weil sie wesentlich größer werden. Das sind tropische Vertreter, also kommen aus der Familie der Brugmansien. Also tropische Vertreter, die müssen indoor überwintert werden, die können keinen Frost vertragen. Und die gibt es in den verschiedensten Blüten, Farben, Formen und haben dann unterschiedliche Namen, Züchtungen, aber enthalten im Prinzip alle auch diese Nachtschattenalkaloide und in unterschiedlichen Konzentrationen. Das ist jetzt eine gelbe Spezies davon oder eine weiße Blüte in so unterschiedlichen Stadien. Ich habe gesagt, warum heißen die Baumtaturas? Ich finde, das Bild ist sehr eindrucksvoll. Das ist schon mal ein dicker Baumstamm. Das kommt aber nur in Tropen vor, wo wirklich, oder in Subtropen, wo es halt keinen Frost gibt, da wachsen die zu richtigen dicken Bäumen, mehrere Meter hoch. Während bei uns die Kübelpflanzen ja meistens so bei 3 Meter dann irgendwo stoppen. Ja, geht's weiter in der Reihe der Nachtschattengewächse. Das ist die Tollkirsche, die auch jetzt nicht so häufig bei uns vorkommt, obwohl das Atropin, was der Hauptwirkstoff dieser Tollkirsche ist, ist bei Giftgasangriffen halt wichtig, weil Atropin ist ein Gegenmittel und deswegen wurde die Tollkirsche auch für pharmazeutische Zwecke angebaut und ab und zu sieht man so ganze Büsche, wo man so das Gefühl hat, ach, das ist noch der Überbleibsel eines pharmazeutischen Tollkirschanbaus und die Tollkirschen, die schmecken auch recht süß. Und man sagt so, Kinder sterben so bei 4 Tollkirschen, 5 Tollkirschen, wird es halt für die Kinder toxisch. Deswegen muss man da auch wirklich aufpassen, dass man jetzt nicht so einen Tollkirschbusch in seinem Garten stehen hat mit kleinen Kindern, weil die sehen ja schon verlockend aus. Und
Bei Erwachsenen ist die letale Dose, sagt man, so bei 12, 13, 14 Tollkirschen. Obwohl sich da wird auch immer gestritten. Also wenn man die ganzen Bücher, ich habe halt versucht, also das System, was ich hatte beim Verfassen dieser Bücher, ich habe mir alle möglichen toxologischen Bücher geholt und habe da einfach gelesen, wann ist es tödlich. Ne? Also das ist, da streiten sich die ganzen, also da gibt es auch immer unterschiedliche Angaben. Aber man muss es ja auch nicht unbedingt riskieren. Das ist die Tollkirsche mit Blüte, wo die dann nachher so rauskommt oder wo der Fruchtansatz dann rauskommt. Das ist die eigentlich die Hexenpflanze, das Bilsenkraut, also das eigentliche Pharmakon der Hexen. Und das Bilsenkraut war in Deutschland im Mittelalter recht populär, weil das hat man man hat Bier aus Bilsenkraut gebraut. Also vor unserem Reinheitsgebot, also unser Reinheitsgebot 1516 ist eigentlich das erste deutsche Drogengesetz. Ne? Da hat man halt gesagt, okay, hier, ne, ihr braut jetzt Bier nur noch mit Hopfen, ne? Nicht mehr mit Bilsenkraut. Ne? Das war sozusagen, das haben sie damit halt festgelegt. Und im Mittelalter war die profane Verwendung der Nachtschattengewächse weit verbreitet angeblich. Und ich finde, das passt auch zu dem düsteren Bild des Mittelalters. Wenn man sich ja vorstellt, dass sie da alle Nachtschattengewächse genommen haben, anstatt gescheite Naturdrogen, ne? Kann man sich ja vorstellen, wie das da abging. Aber ob der Hopfen das jetzt besser gemacht hat, ist die andere Frage. Ne? Also eine beliebte Bierwürze. Und ach so, das finde ich ganz interessant, wenn man so Brauereien besichtigt und dann guckt man die Straßennamen um die Brauereien an. Da findet man oft Namen, da steht dann Bilsenrhein oder da wurde Bilsenkraut angebaut. Also das ist ziemlich sicher. Also der Wortstamm Bilsen könnte dann mit Pilzen zu tun haben. Also das ist unser Pilz, kommt von dieser Pflanze. Und ja, das ist, also wie ich es auch gesagt habe, das ist eigentlich das eigentliche Pharmakon der Hexen, die das nach Rätsch, sagt das, als Aphrodisiakum genutzt haben. Und man sagt ja immer, ach, der Stechapfel, das ist die Hexenpflanze, aber den gab es halt damals noch gar nicht hier. Also das ist, der ist erst eingeschleppt worden, deswegen ist der Stechapfel eigentlich keine Hexenpflanze. Das ist so die Frucht der berühmtesten Zauberpflanze, sage ich mal, die Königin oder der Zauberpflanze ist eine Frucht der Alraune. Und die Alraune, die ist ja in den ganzen Märchen und Mythen, die sagenumwobene Pflanze. Man darf sie, die schreit, wenn man sie rauszieht. Also eigentlich ist die Wurzel der Alraune ist das eigentliche Pharmakon. Und das sind die Früchte. Und die sehen aus wie Tomaten, schmecken auch angeblich auch wie Tomaten und enthalten keine toxischen Inhaltsstoffe. Also die kann man wirklich getrost essen. Während die Wurzel der Alraune, die ist giftig, enthält wieder diese Nachtschatten. Alkaloide. Das ist wieder aus dem Pharmaziehistorischen Museum fotografiert. Das ist eine Alraunwurzel in Menschengestalt. Das ist also die Mythologie, die hat immer gedacht, da ist ein kleines Männchen, und wenn ich das dann ernte, dann schreit das so, dann muss ich mir die Ohren zuhalten und so. Und das finde ich ganz interessant, das ist ein interessantes Artefakt, dass sie daraus dann ein Männchen auch geschnitzt haben. Ja, dann verlassen wir die Nachtschattengewächse, obwohl es dann natürlich, das muss ich wirklich dazu sagen, es gibt noch viele, 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 viele mehr psychoaktive Nachtschattengewächse, die auch diese Alkaloide enthalten, auch andere Alkaloide. Und wen sowas interessiert, also der Nachtschattenverlag, der hat eine ganze Reihe, eine Buchreihe rausgebracht, wo jedes Buch sich einer Nachtschattenpflanze widmet. Also da könnte man wirklich nochmal nachlesen. Ja, jetzt bin ich bei den Kakteen und auch bei den Kakteen, also man sagt ungefähr, es gibt 300 verschiedene psychoaktive Kakteen aus über 70 Gattungen. Ja, natürlich, Kakteen psychoaktiv, die enthalten dann immer irgendwelche Stoffe und so weiter, aber sind im Prinzip nicht richtig erforscht. Und ich denke auch immer, man sollte vor so unerforschten Sachen oder die so halb erforscht sind, auch echt die Finger von lassen. Und es gibt eigentlich zwei Gattungen oder zwei psychoaktive Kakteen, die gut erforscht sind, wo man sich auch da mittlerweile sicher sein kann, was da drin ist, wie die Nebenwirkungen sind. Und das ist einer, das ist der Peyote-Kaktus, Lopophora williamsii. Den, wie gesagt, der besagte Levin, den ich vorhin gezeigt habe, von seiner Amerika-Reise mitbrachte. Und dort ist das Hauptalkaloid Mescalin.
Was aber auch nicht ganz so ungefährlich ist, das Mescalin, also man, bei einer fünffachen Überdosis wird es auch schon toxisch. Während Psilocybin von den Pilzen, da sagt man, man müsste im Prinzip sein Körpergewicht an frischen Pilzen essen, um eine Vergiftung zu erhalten. Und ich meine, das ist schon mal eine ganz andere therapeutische Spanne. Mein Körpergewicht an Pilzen, ja, da hätte ich auch gut was zu essen, ne? Während bei dem Kakteen die fünffache Überdosierung ist immer schon eher schneller erreicht. Also von daher ist das Mescalin auch nicht ganz ungefährlich. Der Peyote-Kaktus enthält aber auch noch eine ganze Latte anderer Inhaltsstoffe, die auch noch wirken. Und das ist eigentlich so der klassische Rauschkaktus, der auch noch von den Huichol-Indianern genutzt wird, rituell. Die dürfen das auch. Es gibt also eine Peyote-Church in Amerika, die dürfen die Peyote-Kakteen sammeln, gehen auf Peyote-Jagd und nehmen die ein. Es nehmen sogar Schwangere, Hochschwangere nehmen Peyote-Kakteen ein und kommunizieren dann mit ihrem Kind. Also das ist dort rituell absolut verankert. Das ist dann wieder der große Bruder vom Peyote, San Pedro nennt man den, also Trichocheros paranoi. Der hat halt den Vorteil, der Peyote, den wir vorhin gesehen haben, der wächst halt wirklich langsam. Also die Kakteen, die sind vielleicht so groß und sind 100 Jahre alt. Also es ist eigentlich unglaublich, den zu züchten. Man braucht da wirklich Zeit. Also wenn ihr jetzt anfangt, Peyote zu züchten, dann könnt ihr den vielleicht in 20 Jahren dann schon mal konsumieren, natürlich. Aber naja, wenn man was 20 Jahre gehegt und gepflegt hat, dann weiß man auch nicht so richtig, ob man den da nehmen möchte. Ne? Und der San Pedro, der hat den Vorteil, der wächst halt richtig schnell. Der ist eine beliebte Fropfunterlage, das heißt, der wird genutzt, um andere Kakteen darauf zu fropfen, damit die schneller wachsen. Und deswegen ist der im normalen Kakteenhandel auch günstig zu haben und wächst, also man muss, wenn man den ordentlich gießt und düngt und alles drum und dran, wächst der draußen im Sommer wunderbar. Man muss ihn natürlich im Winter reinstellen und überwintern, dann gießt man den gar nicht mehr, dass er sozusagen so einen Wachstumsstopp hat und dann im Sommer wird er wieder gegossen und dann kann der schon mal so ein Stückchen wachsen und enthält auch Mescalin und die Begleitstoffe, also ist im Prinzip ähnlich wie der Peyote. Hat halt den Vorteil, dass man, wenn man den schon mal so groß kauft, in 2-3 Jahren schon eine ordentliche Größe erreicht hat. Oh, das Bild ist ein bisschen dunkel, das ist jetzt schade. Das sollte ein Ayahuasca-Trank, also die nächste große Gruppe der Naturdrogen, die ich jetzt anspreche, sind DMT-haltige Naturdrogen. DMT kommt im menschlichen Körper vor, das ist ganz interessant, Dimethyltryptamin und DMT kommt ziemlich im ganzen Pflanzenreich vor, also nicht im ganzen, aber es gibt viele, viele Pflanzen, die DMT enthalten und halt auch der menschliche Körper, was ganz interessant ist. Und das ist, aber das Ayahuasca, was vorher abgebildet war, das ist ein Trank, eine Kombination aus zwei verschiedenen Naturdrogen. Das ist ganz interessant, das sticht so ein bisschen heraus aus den anderen, die ich bespreche, weil das Ayahuasca hat das Prinzip, das eine würde ohne das andere nicht funktionieren. Wenn ich DMT-haltige Naturdrogen esse, dann wirkt das nicht. Also das wird sozusagen abgebaut. Es geht gar nicht ins Gehirn. Wenn ich aber vorher eine andere Substanz nehme, nämlich einen MAO-Hemmer, dann wird ein bestimmtes Enzym, das Monoaminooxidase-Enzym, gehemmt und dann kann das DMT in meinem Gehirn wirken. Und diese Kombination, das haben die Indianer im Amazonas rausbekommen und das finde ich ist ein Wahnsinn, weil guck mal, da gibt so viele verschiedene Substanzen, Pflanzen, alles drum und dran und dass die genau rausgekriegt haben, dass die Pflanze mit der zusammenwirkt, während alleine die gar nicht wirken. Und das ist eigentlich eine pharmakologische, hochinteressante Sache, dass die das rausbekommen haben. Und die Forschung hinkte da lange Zeit hinterher, weil die wissenschaftliche Erforschung dieses Wirkprinzips, das ist wirklich erst recht spät überhaupt entdeckt worden. Und die ganzen Bücher, die älteren Bücher, die haben das, da steht das alles noch nicht drin. Die denken, Ayahuasca ist was ich was halt so. Ne? Aber in Wirklichkeit ist Ayahuasca immer eine Kombination eines MAO-Hemmers und eines DMT-haltigen Produkts oder einer DMT-haltigen Pflanze.
Und aber die Indianer, die Schamanen, da hat jeder sein eigenes Ayahuasca-Rezept. Der eine macht das noch rein, der nächste macht das noch rein und so weiter. Also da gibt es auch ganz viele, viele Rezepte. Und aber ein Urrezept ist die Banisteria carpi, das ist eine Liane, die man hier sieht. Das ist der MAO-Hämmer. Während aber in den, wenn ich jetzt sage jetzt mal, hier in Europa würde sich die Steppenraute anbieten, das ist ein Pegonum Hamala, das ist so ein, das sind so Samen, da braucht man nur 3 Gramm, die gibt es, weiß ich, in vielen, vielen Läden, Asialäden oder indischen Läden zu kaufen, hat eine zuverlässige MAO-Hemmung. Man muss aber wirklich aufpassen bei diesen, also bei diesen MAO-Hemmern, weil Da wird ein Enzym in dem Körper gehemmt. Und das bedeutet ja auch, dass ich eingreife in mein ganzes System. Und das Enzym, das hat ja auch eine Aufgabe. Das hat die Aufgabe, giftige Amide abzubauen. Und das ist so, wenn man das MAO-System gehemmt hat und isst dann halt zu viel reife Bananen oder reifen Käse und sowas, dann kann man sich dadurch schon vergiften. Es ist also, deswegen ist das Ayahuasca auch wirklich mit Vorsicht zu genießen und es ist auch keine Partydroge. Also das muss man wirklich auch echt, also das man nimmt da schon was sehr, 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 sehr Starkes, Mächtiges und man muss sich in der Regel auch ganz übel übergeben und also das sollte man wirklich nur im ganz, also meiner Meinung nach nur im rituellen Setting konsumieren und wirklich aufpassen. Es ist ganz interessant, weil es gibt auch andere Kombinationen, die wiederum wie Ayahuasca wirken und nicht ganz so gefährlich sind. Und zwar ist da das, dann sagt der Pilz Ayahuasca zu. Also das MAO-System wird gehemmt mit Steppenraute, sage ich jetzt mal, und man nimmt die Pilze dazu. Pilze enthalten auch Tryptamin, sind chemisch verwandt mit dem Dimethyltryptamin. Und dadurch ist das eine Kombination, die ganz gut funktioniert. Aber man darf dann halt wirklich nicht die Pilze nehmen, die man vorher gewohnt war zu nehmen, sondern maximal die Hälfte und der Pilz wird schon trotzdem doppelt so wild und 10-mal so lang oder wie auch immer. Also der verstärkt sich extrem. Das ist die andere Pflanze, die im Ursprungs Ayahuasca ist. Das ist Psychotria viridis. Sieht aus so ein bisschen wie Kaffee. Und enthält also DMT, ist ein starker DMT-Träger. Ja, dann ist das Ayahuasca ist ja so ein Mittelpunkt der Forschung gerückt und eigentlich so das, die Naturdroge, die so, ja, so ein bisschen so gerade so das Populäre ist, habe ich so den Eindruck, wenn man so rituell, es gibt ja mittlerweile in den Niederlanden auch eine Kirche, die Ayahuasca einnimmt, also wo man sozusagen rituell das im kirchlichen Setting einnehmen kann. Und dann hat man das erforscht und habe ich ja gesagt, dass das DMT in vielen Pflanzen im Naturreich vorkommt. Und das ist zum Beispiel eine Pflanze, das ist ein Gras, Phalaris arundinacea, Glanzrohrgras und das sieht recht harmlos aus, enthält dieses DMT, aber auch viele andere Stoffe und naja, ich sag mal so, irgendwie ist es halt auch so ein bisschen, man hat früher immer gedacht, ach, da habe ich wieder was gefunden und das enthält, das ist halt der neue Hype, aber es hat sich nie so richtig durchgesetzt, weil irgendwie gibt es halt immer auch nur viele Magenschmerzen und Übelkeit und, aber ich wollte es halt auch mal zeigen, dass DMT in ganz normalen Gräsern bei uns zu Hause vorkommt. Ja, Ayahuasca hat es auch bis zur Documenta geschafft. Documenta, das ist eine immer wiederkehrende Kunstausstellung und das hat eine österreichische Künstlerin, hat dort ihr Kunstwerk aufgebaut, das heißt Siegesgärten und da geht es so ein bisschen um die Biopiraterie, das heißt, dass große Pharmakonzerne Patente auf bestimmte Pflanzen sich erwerben und auch unter anderem Ayahuasca und das ist ja schon ein bisschen schräg, ne, dass der Amazonas-Indianer haben das irgendwie vor tausenden Jahren entdeckt, dieses Wirkprinzip, ne, was ja schon fantastisch ist und jetzt auf einmal sagt irgend so ein Pharma-Riese, hey, dieses Prinzip, das lasse ich mir lizenzieren und liebe Schamanen, ihr müsst bezahlen, wenn ihr Ayahuasca kocht, ne? Also und das finde ich ist ganz, ganz schön dort dargestellt, dass die Naturdrogen ja, mittlerweile auch ein bisschen die Kunst schaffen. Das ist jetzt eine andere Naturdroge, Iboga, kommt aus Afrika, die wird in der Suchttherapie eingesetzt, also das ist so ein Phänomen, dass
dass wenn man einmal eine große Dosis Iboga nimmt, dass man dann keinen Verlangen mehr hat auf andere Suchtmittel wie Alkohol. Aber wirkt auch recht toxisch und da ist auch einer gestorben und bei so einer Behandlung. Also naja, auch wenn die Umstände sind nicht ganz klar, aber ist jetzt auch nicht mal eben so ein Partyspaß, aber ich wollte es halt mal so einbringen. Und da ist natürlich auch die Pharmaindustrie natürlich auch wieder so hinterher und denkt sich, ah ja, wunderbar, habe ich wieder was, was ich patentieren lassen kann und teuer vermarkten kann. Ja, DMT-haltige Drogen werden auch geschnupft. Also eine ursprüngliche Einnahmeform von DMT-haltigen Drogen ist das Schnupfen von DMT-haltigen Drogen, weil durch das Schnupfen, da wirkt es. Also wenn ich diese Samen esse, wird mir nichts passieren. Wenn ich es aber durch die Nase mitziehe, dann wirkt es. Aber sowas durch die Nase zu ziehen, ist kein Vergnügen. Kann ich auch nicht raten. Aber man kann die rauchen. Also dann wirken sie auch. Kommen auch aus dem Regenwald Amazonas. Gibt es verschiedene. Yopo, Sebil. Das ist Ananthera peregrina Yopo. Ja, dann komme ich zu den nächsten großen Naturdrogen-Klassifikationen. Das sind die LSA-haltigen Naturdrogen oder Lysergsäure-haltigen Naturdrogen. Und die bekannteste Lysergsäure ist das LSD, was Albert Hofmann ja hier in Basel vor 67 Jahren erfunden hat oder entdeckt hat durch einen Zufall. Und LSD ist eine sehr potente Droge. Und man sieht, das ist ein Präparat, das hat nur 0,1 Gramm, ist das nur, und das sind ungefähr 1000 Trips. Also das ist, um die Potenz vom LSD ungefähr zu verdeutlichen. Und es hat ja Albert Hofmann aus den Mutterkorn-Alkaloiden, hat das so halb synthetisch hergestellt. Also es hat man kann schon sagen, die Naturdroge oder das Mutterkorn, dadurch hat Albert Hofmann überhaupt LSD entdeckt, weil er daran geforscht hat. Es gibt aber im Pflanzenreich noch andere Lysergsäuren und das ist das Lysergsäureamid. Also LSD ist Lysergsäure-Diethylamid und das ist LSA, Lysergsäureamid. Die Samen enthalten Lysergsäureamid, das sind die Holzrosensamen, Baby Hawaiian Holzrose. Man kann grob sagen, bei 3 Samen fängt es schon an, bei 10 Samen hat man schon einen recht deftigen Trip. Aber das LSA wirkt nicht ganz so sauber wie das LSD. Also man hat schon körperliche Begleiterscheinungen, kann man sagen. Also ein bisschen Übelkeit und so weiter. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Also man kann die so ein bisschen in Ananassaft so ein bisschen einweichen lassen. Da wird das so ein bisschen reduziert. Die Samen sind frei erhältlich. Also die stehen auf keiner werden nicht reglementiert. Sind Samen zum Einpflanzen. Und eigentlich so die bekannteste Lysergsäurehaltige Naturdroge. Auch die Ipomia tricolor, Prunk- oder Trichterwinde enthält diesen Wirkstoff. Aber bei der Pflanze ist es so, dass man da mehrere hundert Samen von nehmen muss. Und was ja immer, je mehr man irgendwie Substanz zu sich nimmt, desto größer ist die Übelkeit. Aber sieht man auch oft in Samenhandlungen, also gibt es in jedem gut sortierten Baumarkt zu kaufen, die Trichterwinde. Das ist jetzt das Mutterkorn, aus dem Albert Hofmann das LSD halbsynthetisch hergestellt hat. Und das Mutterkorn ist an sich eigentlich ein Überwinterungsstadium, ein Sklerodium eines Pilzes, was die Roggenähren oder was Getreideähren, hauptsächlich Roggen, befällt. Und man sieht da so eine Roggenähre, wie das Mutterkorn dort so rauswächst und dort hat man das Mutterkorn. Aber davor muss ich wirklich definitiv nur warnen. Also wer denkt irgendwie, Albert Hofmann, wunderbar, hat daraus irgendwie LSD hergestellt, das kann ja nur geil sein. Da gab es halt wirkliche Massenvergiftungen und es ist wirklich nicht schön. Also ich habe es wirklich jetzt nur, der Vollständigkeit halber mal zu erwähnen und zu zeigen. Also da sollte man die Finger von lassen. Ja, dann kommen wir zu dem Absinth. Der ist ja hier in der Schweiz recht bekannt und
hat ja vielleicht sogar seinen Ursprung in der Schweiz beim Nachtschattenverlag und da oben in der Gastronomie gibt es den Absinth ja auch zu kaufen. Das ist, wenn man so will, ein alkoholisches Naturdrogenprodukt, weil es ist ein Destillat des Wermuts, Artemisa Absinthum. Und der Absinth, der war ja lange Zeit verboten, das war ja früher so die Künstler-Bohem-Droge, dann wurde ihm die ganze Folgen des Alkoholismus wurde ihm zugeschrieben und dann wurde er verboten in den Ländern so Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber Ende des 20. Jahrhunderts wurde er wieder legalisiert, zwar mit einer Begrenzung des Wirkstoffgehaltes von dem Thujon, aber er ist legalisiert worden und ich finde, das ist doch ein Beispiel, ein gutes Beispiel, was vorangeht, dass also auch Naturdrogen wieder oder die verboten sind, auch wieder gesellschaftsfähig werden können. Ne? Und faktisch, also so eine Thujonergiftung wurde immer erzählt, ja, du kannst dich damit halt tierisch vergiften, aber faktisch ist, man müsste irgendwie 500 Gläser von Absinth trinken, um die Thujonvergiftung zu haben. Und ich meine, da vorher wirst du wahrscheinlich eine Alkoholvergiftung kriegen. Also die Wahrscheinlichkeit ist halt höher, an einer Alkoholvergiftung zu sterben, als an einer Thujonvergiftung. Ja, das ist halt eine schöne Auswahl an Schweizer Absinthen, die ich für besonders wertvoll halte. Und das ist der Wermut, recht unscheinbar. Ja, wird auch in der Kräuterheilkunde als Magentee eingesetzt. Also wenn man irgendwie Magenschmerzen hat, kann man Wermuttee trinken. Ja, hier, diese Pflanzen gibt es ja noch zu kaufen, habe ich gesehen hier auf der Messe, was bei uns in Deutschland ja nicht mehr möglich ist. Das ist die Salvia divinorum. Und die Salvia divinorum, das ist ja schon was ganz Spezielles, weil das war der Albert Hoffmann, der hat die in Mexiko, also die kommt in Mexiko endemisch vor, wird halt auch von den Indianern dort eingesetzt, wenn es keine Pilze gibt und trotzdem eine Zeremonie, Heilungszeremonie stattfinden soll. Und dort ist das sozusagen die Ersatzdroge und die kommt wirklich nur in so einem ganz schmalen Gebiet, ganz kleinem Gebiet vor und die hat sich aber, wenn man überlegt, aus ein paar Stecklingen, die damals irgendwie mitgenommen wurden, okay, da streiten sich auch die Gelehrten, ist es jetzt wirklich der Steckling oder der, faktisch von so ein paar Pflanzen hat sich die Salvia divinorum in solchen Kreisen wie hier gut verbreitet. Und die Salvia divinorum, das ist ganz interessant, dass der Wirkstoff, der da drin ist, der ist sehr potent, der ist fast so potent wie das LSD. Und das macht die Pflanze so interessant, also das Salvianurin A und B, das wirkt im Mikrogrammbereich. Und diese Pflanze enthält auch recht viel von dem Wirkstoff, das muss man so mal sagen. Also ein getrocknetes Blatt hat, wenn man den Wirkstoff wirklich, wirklich direkt aufnehmen könnte, was der menschliche Körper aber nicht so kann, hätte 5 Dosen. Also da muss ich jetzt mal überlegen, dass das so 1 Gramm von dem Wirkstoff, und das ist auch ein mächtiges Halluzinogen. Aber die Aufnahme, die wenn man die Pflanze so hat und konsumieren will, das ist recht unzuverlässig. Das ist auch so ein bisschen tricky bei der Pflanze. Also entweder man kaut diese Blätter, man rollt die zu Zigarren und kaut die so. Das ist so die ursprüngliche Aufnahmeform, wie es in Mexiko gemacht wird. Oder halt man trocknet die Pflanze und raucht halt die Blätter in der Wasserpfeife, versucht die Blätter oder den Rauch so lang wie es geht indoors zu halten, aber die Wirkung tritt nicht zuverlässig ein. Das ist irgendwie so, bei dem einen tritt sie ein, bei dem nächsten nicht oder mal tritt sie einmal nicht, aber wenn sie eintritt, dann ist es so, dass man im Prinzip wichtig hat, dass man jemanden bei sich hat, der die Wasserpfeife nimmt, weil das ist so unverzüglich, dann kann man die Wasserpfeife schon nicht mehr wegstellen. Also das geht so, also wenn es dann wirkt, dann ist es sehr stark. Und hat aber den Vorteil, wenn es dann wirkt, dass es auch nach 10 Minuten vorbei ist. Aber da braucht man wirklich am besten jemanden, der auch daneben sitzt, kontrolliert, guckt und macht. In Deutschland ist sie, wie gesagt, verboten. Hier in der Schweiz ist sie noch anscheinend legal. Und die Stecklinge, die verkauft werden, also die werden alle nur per Stecklinge verkauft, weil die Pflanze, die produziert irgendwie keine Samen. Das ist sozusagen, die wird schon immer über Stecklinge vermehrt. Und die lässt sich recht einfach kultivieren, ist meine Meinung. Also so, die ist ein bisschen tricky. Und wenn ich das Ganze sehe mit dem Indoor-Kultivieren, also ich habe die Erfahrung gemacht, diese Pflanze wächst am allerbesten, wenn sie einen halbschattigen Platz hat,
Outdoor, also so im Sommer, also die muss Indoor natürlich überwintern, aber wenn sie dann so einen halbschattigen Platz hat und dann wächst die und wächst die und wächst die, da braucht man eigentlich gar nichts zu machen. Also die ganzen Lampen sind da sinnlos, meiner Meinung. Mit den Indoor, da muss man mit der Luftfeuchtigkeit achten und so weiter, dann kriegen sie braune Blätter und so. Also irgendwie habe ich die Erfahrung gemacht, Outdoor lässt die sich viel einfacher kultivieren. Das ist jetzt eine Blüte der Salvia-Pflanze, was recht selten ist, weil ja, eigentlich blüht die kaum und produziert keine Samen, aber ich habe es halt mal so als Artefakt aufgenommen. Und hier sieht man, wie so eine Pflanze einfach draußen am geeigneten Ort wächst. Und ich würde sagen, so eine Pflanze, die kann in einem Jahr fast ein Kilo Trockenblätter produzieren. Also das ist so eine unheimliche große Menge an Wirkstoff, was diese Pflanze pro Jahr produzieren kann, ohne dass wir irgendwas dafür zu tun haben, außer sie regelmäßig zu gießen. Das ist schon unglaublich. Ja, das nächste, das sind die psychoaktiven Küchenkräuter, sage ich dazu, oder Gewürze. Das ist die Muskatnuss, die ja ziemlich bekannt ist, dass sie psychoaktiv sein soll, ist sie auch. Also Muskatnuss, keine Frage, ist psychoaktiv, aber ob sie jetzt, also aber verträglich ist sie nicht. Also das ist halt klar. Also die meisten Leute, die Muskatnuss einmal genommen haben, die wollen ihr Leben lang keine Muskatnuss mehr essen und nicht mal einen Hauch eines Gewürzes. Und da versaut man sich das Leben ja ganz schön, wenn ich halt in meinem Leben lang keine Muskatnusswürze mehr haben kann, nur weil ich einmal irgendwie einen schlechten Trip auf Muskatnuss erlebt habe. Also das ist eher so was für Gefängnisinsassen, die wirklich, so hart es auch klingt, sonst nichts kriegen, ne? Da ist es wohl sehr populär. Und was gerade jetzt im Wald wachsen müsste, ist Waldmeister. Also das dürfte jetzt bald die Saison sein. Die Zutat der Maibohle, ne, ist ja bekannt, irgendwie Maibohle. Man nimmt halt Waldmeister, man nimmt ein bisschen Sekt, ein bisschen Weißwein und vermischt das. Und das ist halt die Maibohle. Aber der Unterschied an den Standard-Maibohlen ist, die man im Supermarkt kauft, es ist nur Waldmeister-Aroma drin. Also wir in Deutschland dürfen Waldmeister auch gar nicht benutzen. Ne? Also es ist gar nicht zugelassen. Und wenn es dann mal so Rezepte aus dem Kräuterbuch gibt, dann sagen sie, ja, mach mal so 3-4 Stängel Waldmeister rein. Ne? Das ist der Waldmeister. Aber um wirklich eine Wirkung zu erfahren, muss man schon mal eine Handvoll reinmachen. Aber dann hat es eine zuverlässige Wirkung. Aber das Wichtige dabei ist bei dem Waldmeister, man muss es trocknen. Also es muss zumindest einen Tag, zwei Tage angewelkt sein, weil dann der Wirkstoff, das Kumarin, überhaupt entsteht. Und man riecht das auch so schön. Also man hat den Waldmeister da gepflückt und er riecht noch gar nicht richtig nach Waldmeister. Und dann nach einem Tag, ach, riecht das schön nach Waldmeister. Und dann macht man das schön eine Handvoll in Weißwein und Sekt. Und dann hat man wirklich eine schöne, schöne Maibohle. Und jetzt dürfte wirklich die Zeit sein, um den zu sammeln. Man kann den eigentlich recht gut erkennen an diesen charakteristischen Blättern und den weißen Blüten. Der wächst zum Beispiel wie hier überall im Wald vor Neuschwanstein. Also der ist wirklich, also um die Jahreszeit wirklich überall, so wie Bärlauch auch, wirklich zu finden. Dann wird er dann so leicht getrocknet. Im Prinzip, das ist so ein leichter Antrocknen und da wird es schon riechen. Also so musste man den dann in dem Zustand dann in die Bohle schütten. Ja, jetzt kommen wir zu den anregenden Pflanzen, das ist die Coca-Pflanze. Ja, die Coca-Pflanze ist ja so ein bisschen das Sorgenkind. Ne? Es ist immer so, das wird immer verbunden, Coca-Pflanze, Kokain, ach, die gefährliche Droge. Und aber das ist eigentlich so ein Plädoyer, was ich hier so ein bisschen zurechtrücken muss. Also die Coca-Pflanze ist halt kein Kokain in dem Sinne. Also die Coca-Pflanze an sich ist eine wirkliche tolle Heilpflanze auch und Nahrungsmittel, gerade in der Andinenbevölkerung, also die benutzen Coca täglich und da gibt es auch in Bolivien gibt's auch kein Problem, also keine Coca-Abhängigkeit oder irgendwas. Also die kauen Coca, da sind Spurenelemente drin, das wird als Tee verkauft, da gibt es Shampoos von und so weiter. Und meine Meinung ist ja, die sollten ja wirklich mal, die Coca-Pflanze sollte legalisiert werden. Weil
Wir versuchen immer, denen in Bolivien dann auch irgendwie einen Maisanbau und weiß ich was irgendwie aufzudrängen, ne, was sie da anbauen sollen, damit bloß nicht das Kokain hier irgendwo rüberkommt und so weiter. Ja, im Prinzip würde ihnen doch viel mehr geholfen, wenn die legalen Coca-Produkte, Coca-Tee, Coca-Shampoo, was auch immer, eine gute Coca-Cola hierher kommen würde, dann hätten die doch wirklich, dann wäre denen doch viel mehr geholfen, dann hätten sie Geld für, also die könnten uns die Entwicklungshilfe in dem Sinne sparen. Und dieses ganze Coca-Anbau substituieren dort, das halte ich für einen großen Schwachsinn. Und ja, aber ist halt so, also in Deutschland ist die Coca-Pflanze, ist das wirklich das Totalverbot. Also wenn findet man sie, wenn man Glück hat, ab und zu im Botanischen Garten noch. Dort gibt es dann so mickrige Exemplare. Und der Anbau ist auch wirklich nicht einfach. Also der Coca-Anbau, der hat es in sich. Also das muss man auch mal so sagen. Also das ist, man kann es versuchen mit kleinen Stecklingen und mit Samen. Und die Samen, die keimen dann wieder nicht und so weiter. Also Coca-Anbau, das ist noch so ein Brief mit 7 Siegeln. Wäre aber schön, wenn es legal wäre, dass man sich damit beschäftigen könnte. Und das auch besser zu erforschen. Ja, anscheinend wächst sie in den Andenländern, da wächst sie wie Unkraut. Also das ist irgendwie auch nicht richtig nachzuvollziehen, dass man innen drinnen mit der ganzen Hightech und alles drum und dran die Dinger nicht zum Wachsen gescheit kriegt. Und dort, wie hier in Kolumbien, wachsen sie halt ja riesengroß und ohne großartige Pflege. Das sind die getrockneten Coca-Blätter, die, wie gesagt, in Teebeuteln verpackt als Coca-Tee verkauft werden und eine recht angenehm, im Prinzip eigentlich mit Kaffee oder Tee zu vergleichen sind. Wenn man so ein Gramm Coca-Blätter im Tee kocht, hat das eine leicht anregende Wirkung. Gekaut ist halt wichtig, dass man das mit gelöschtem Kalk, also das kombinieren muss, weil sonst die Wirkstoffe nicht aufgenommen werden. Und also man kaut dann sozusagen, das ist aber bei den Betelnüsseln ähnlich, also der Wirkstoff, der muss halt basisch gemacht werden, damit er von unserem Körper im Mund aufgenommen werden kann. Ein anderes beliebtes, anregendes Genussmittel ist das Ephedra-Kraut, Ephedra-Species, das enthält Ephedrin. Ist im Prinzip eigentlich der wirksame Inhaltsstoff oder der einzige, meiner Meinung nach, wirksame Inhaltsstoff bei den ganzen Herbal Ecstasies. Also da kann man sagen, wenn man von Ephedra so 2, 3, 4 Teelöffel nimmt, hat man wirklich ein anregendes Getränk und ist wach. Man muss aber aufpassen, wenn Leute Herzprobleme haben. Also das Zeug, das sollte man wirklich nicht nehmen mit Herzproblemen, weil das beschleunigt schon den Puls, man kriegt Herzrasen. Also es ist auch nicht ganz ungefährlich. Ist ein bisschen, also es ist extrem in Verruf geraten, das Ephedra oder das Ephedrin. Also in Deutschland ist es mittlerweile in der Grundstoffüberwachung drin, weil aus dem Ephedrin wird das Methamphetamin hergestellt. Und deswegen ist das gerade in Deutschland sehr reglementiert. Das ist eigentlich so das, was in Südostasien das am meisten verbreitete Genussmittel, das ist die Betelnuss. Dort wird Betelbissen verkauft, also Pan Masala, und das wird vom Großteil der Bevölkerung konsumiert. Wie bei uns das Zigarettenrauchen im Prinzip. Da sieht man so einen südindischen Panverkäufer, und da wird sozusagen die Betelnuss, das ist nur ein Bestandteil des Betelbissens. Man nimmt also noch den Betelpfeffer, ein Blatt eines Betelpfeffers, und dort macht man auch Kalk rein. Und dann rollt man das zusammen und hat dann so einen dicken Bissen, und das ist auch sehr anregend. Aber für unser verwöhnter Gaumen ist das nichts. Also er schmeckt schon sehr, sehr schräg, und man muss dann irgendwie so rot immer spucken und alles. Also es ist irgendwie nicht gerade angenehm. Und das Schöne ist, man sieht das hier bei diesem Verkäufer, er hat da ganz viele Döschen, und die machen da auch immer noch andere Gewürze rein und so. Das ist dann schon, das ist das Genussmittel in Südostasien. Ja, da sind wir bei den Narkotika angekommen. Das ist der Schlafmohn, Papaver somniferum, die Blüte, aus dem dann natürlich das Opium gewonnen wird.
Das ist eine unreife Kapsel des Schlafmonds, die dann angeritzt wird. Und dann der austretende Milchsaft, das ist dann im Prinzip das Rohopium. Und man braucht ungefähr 20.000 Kapseln von diesen, um ein Kilo Rohopium zu gewinnen. Also man sieht auch, was das für eine Arbeit ist. Und ja, Afghanistan ist ja gerade der große Produzent von Rohopium. Wieder aus dem Pharmaziehistorischen Museum eine Packung Rohopium, leer. Also nicht, dass ihr denkt. Ja, und auch der Schlafmohn hat es auf die Documenta nach Kassel geschafft. Das ist mitten in Kassel der Friedrichsplatz, also der zentrale Platz, der wurde von einer kroatischen Künstlerin wurde der bepflanzt mit Schlafmohn, aber der war entmorphinisiert. Also das hat nichts gebracht, da jetzt irgendwie hinzugehen und sich den. Aber ich fand es halt ganz interessant, dass so die Naturdrogen dort ja schon irgendwo auch eine Beachtung finden. Aber das Rote ist der Klatschmohn, also es war ein gemischtes Feld und das sah halt unheimlich schön aus, so mitten in Kassel ein wunderschönes Mohnfeld zu haben. Das wiederum ist auch eine beruhigende Pflanzendroge, und zwar das Kawakawa. Kawakawa war lange Zeit es war sehr populär in Alternativmedizin. Also man hat das auch von seinen Ärzten verschrieben bekommen, Kawakawa, weil es halt ein Beruhigungsmittel war, was recht gut verträglich war und wirklich eine Alternative zu den ganzen Benzodiazepinen und sowas halt darstellt. Und aber 2002 hat dann der Gesetzgeber gesagt, oh, böse, ist lebertoxisch, die Kawakawa-Pflanze, und hat sie halt verboten. Und ja, aber dass irgendwie Valium und weiß ich was alles viel lebertoxischer ist, das sagen sie natürlich nicht, aber mal eben schnell diese Pflanze aus dem Verkehr gezogen. Und das war wirklich eine gute Sache, also das ist eigentlich unglaublich. Ja, ich bedanke mich für die Fotos, für einen Teil der Fotos bei Markus Berger, Dr. Jochen Garz und Michael Ganselmeier. Einige Fotos von mir, aber sonst hätte ich das doch nicht zusammenstellen können. Und wer das Ganze nachlesen will, das gibt es beim Nachtschattenverlag, gibt es diesen beiden Bände, Naturdrogen und ihr Gebrauch und die Rechtsgrundlagen. Dort ist das ein bisschen genauer beschrieben, was ich euch erzählt habe und bebildert. Und wer sich jetzt für Pilzzucht speziell interessiert, dem kann ich die folgende Internetseite empfehlen, die mykoart.org.